Ein Großteil der Buden steht bereits. Nächste Woche könnte auf dem Marienplatz der Christkindlmarkt starten. Doch die Inzidenz liegt aktuell bei über 300. Die Intensivbetten in München sind fast vollständig belegt. Morgen will die Stadt entscheiden, ob der Christkindlmarkt in diesem Jahr stattfindet. Wenn ja, steht jetzt bereits fest, dass es Gastroinseln geben wird. Also bei Buden, die Essen und Trinken verkaufen, gilt 2G. Im gesamten Bereich die Maskenpflicht. Einerseits würde ich den Münchnern und Münchnern gerne ein bisschen Entspannung gönnen, so zum Jahresende. Und auch das Gefühl, wir haben jetzt 2 Jahre durchgehalten. Wir haben uns dreiviertel jedenfalls impfen lassen. Wir haben alles getan, was die Politik von uns verlangt. Und jetzt ist wieder nichts. Andererseits muss ich Vorsicht walten lassen, muss ich auch ganz deutlich sagen. Und wir werden es morgen, und das insbesondere unter infektiologischer Sicht, mit meiner Gesundheitsbehörde besprechen. Wenn die mir morgen sagt, dass es nicht zu verantworten ist, dann werden wir morgen im Krisenstab auch keine andere Entscheidung treffen, als ihnen abzusagen. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt sich aktuell auf den Intensivstationen. Auch das Personal der München Klinik Schwabing ist an der Belastungsgrenze. Wir laufen voll, muss man sagen. Wir sind jetzt an der maximalen Belegungszahl, die wir im Augenblick noch leisten können. Wir müssen bedenken, dass wir im Gegensatz zur ersten Welle deutlich weniger Pflegekräfte haben. In München gibt es aktuell 455 Intensivbetten. 422 davon sind bereits belegt. Das sind über 40 Intensivpatienten mehr als in der vergangenen Woche. Das Team hält durch, so muss man es, glaube ich, sagen. Wir sind wahnsinnig frustriert. Frustriert, weil wir letztendlich hier alles auffangen müssen, was gesamtgesellschaftlich nicht funktioniert. Die Kranken, die zu uns kommen, die lebensbedrohlich erkrankt sind, die müssen wir versorgen, die brauchen Hilfe in dem Fall. Egal, ob sie vorher Corona-Leugner, Impfgegner, sonstiges waren oder auch doppelt geimpft waren, wobei von denen sehen wir eigentlich keiner hier auf Stationen. Ja, wir haben wirklich nur Ungeimpfte zurzeit hier liegen. Die Impfschlange am Marienplatz ist in diesen Tagen lang. Aber auch das Impfzentrum in Riem hat weiterhin Termine frei für Erst-, Zweit- oder auch schon die Boosterimpfung.